Auf geht's. Ich habe mich spontan dazu entschieden, mal wieder in die Endlos-Herausforderung auf sehr schwierig reinzugucken. Hab ja nicht vor, es regelmäßig noch zu bringen, aber ab und zu, ich weiß nicht, juckt's mich dann einfach doch zu sehr. Egal, was passiert. Und auch egal, dass das erste Level direkt wieder ein Japaner ist. Hilfe! Ein Power-Up zu Beginn ist nie eine schlechte Sache. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir hier selbst nicht einen Bock schieße. Rote Münzen, ja oder nein? Sind da am Anfang noch mehr Power-Ups? Weil dann, ja, dann kann ich diese Blume ja mal schnell dafür opfern. Um mir diese Münze zu holen. Was soll mir das denn jetzt sagen? Sammle bloß nicht die roten Münzen ein. Sie sind böse. Sie sind vom Satan persönlich platziert. Jetzt kommt da auch noch eine Sonne. Ah, Hilfe! Steht da was? Man weiß es manchmal nie genau. Es könnten ja japanische Zeichen sein. Unheimlich großzügig, was die Power-Ups angeht. Ich sammle diese roten Münzen jetzt mal nicht ein. Naja, vielleicht, wenn sie auf dem Weg liegen, dann schon. Da ist die Schlüsseltür. Vielleicht ist es nur eine Abkürzung? Au! Komm, komm schon, nein! Ich weiß beim geflügelten Bowser nie, ob er jetzt hochspringt oder nicht. Jetzt wird's ungemütlich. Ich weiß nicht genau, was das war. Ich gehe mal davon aus, dass die Schlüsseltür sofort in eine Todesfalle geführt hätte. Aber okay. Habe ich meinen Satz zu Ende gemacht? Also das Level, das hat ja irgendwie voll normal angefangen und dann immer mehr Quark. Sind ihm die Ideen ausgegangen. Da dachte er, so, jetzt platziere ich einfach jeden Gegner noch an, nochmal. Erster. Das sollte mir eigentlich einen Skip verschaffen. Speedrun 50 Sekunden. Schaue ich mir genau einmal an. Nummer 1. Sowas hasse ich in Speedruns. Ich an jedem Hindernis hängen bleibe. Lel. Nummer 2. Du, 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 du. Was ist besser als die Slider-Musik? Die Slider-Musik auf Speed. Deswegen liebe ich Speedruns. Es kommt immer der Moment, da hast du keine Chance. Aber ich muss sagen, er ist nicht grottenschlecht. Ich schaue ihn mir noch ein paar Mal an, bevor ich ihn skippe. Wieso? Oh, das ist tödlich. Und man hat gar keine andere Wahl, als da hängen zu bleiben. Obwohl das Ding sich schon lange dreht, kommt man... Ne, sorry, das tue ich mir nicht an. Ich merke gerade, wie meine Laune ja in den Boden kracht, wenn ich solche Level spiele. Spicy Airship. Ein würziges Luftschiff. Hey, das sieht gut aus. Jetzt sieht's nicht mehr so gut aus. Ich werde hier gezwungen, ein ganz bestimmtes Tempo einzunehmen. Na gut. Mhm. Oh, das ist mega weird, bis man mal von der hinteren Säule wegkommt. Am besten niemals berühren. Sonst klebt man da für einen kurzen Moment dran fest. Check. Jetzt wird's richtig eklig. Okay, hier ist keine Rakete. Sind die Sägen minimal schneller als die Launcher? Ich bild mir schon wieder Sachen ein. Bitte sei einfach ein Power-Up. Es ist sogar eins. Was geht denn hier ab?
Okay, zugegebenermaßen, das hätte man vielleicht voraussehen können. Allerdings auch wiederum nicht, weil man sieht ja nicht, wie hoch die Launcher sind und auf welcher Ebene die zum Stehen kommen. Hat ein bisschen nach Ziel ausgesehen, oder? Aha, es geht so weiter. Wo kommt die Säge denn jetzt auf einmal her? Stiehlt sich da von unten herauf. Nein, 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 nein! Jetzt brauche ich die Kugelwillis? Nee, nicht wirklich. Man hat es nur nicht gesehen. Aber hier ist das Ziel! Doch, das war ein gutes Level. Das war echt kein schlechtes Level. So, nach dem Checkpoint hat es zwar Difficulty Spike durch die Decke gehabt, aber trotzdem. Und nur 2 Sekunden am Weltrekord vorbei. Schade. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte schon viel mehr gemacht als nur 2 Level. Aber das geht mir hier immer so. Es schlaucht wahnsinnig. The Buzzy Level 2 von Sam Sam. Lava, bleibt wo sie ist. Bleib bloß, wo du bist. Ist nicht dein Ernst, das musst du auch erstmal hinkriegen. Auf die Art und Weise, sich selbst umzubringen, das erfordert sehr wenige Gehirnzellen. Ich weiß halt nicht, nee, ich glaube, ich muss das gar nicht machen. Shelljump nicht vonnöten. Den darf ich allerdings nicht aufziehen hier. Ich kann auch in SMB3 keine Items nach oben schmeißen, das macht diesen Sprung irgendwie äußerst komisch. Wow! Ich will doch gar keinen Shelljump machen, Mann. No, was ist das für ein Sprung? Huh. Ich glaube, ich muss mir den Helm hier aufziehen. Geht das? Oder ihn anderweitig zum Stoppen bringen. Oh Gott, Nein, das ist ultra hart. Das ist omega hart. Das geht gar nicht, ne? Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier durchkomme. Das geht auch mit dem Stachelhelm nicht. Es ist ein Rätsel. Aber hier oben ist nichts weiter. Hier oben ist echt nichts weiter. Alter. Ja, das Level... Das wird mich niederringen. Ich habe keine Ahnung, was das von mir will überhaupt. So, jetzt müsste ich es irgendwie schaffen. Oh Gott. Seitlich in die Säge reinzuspringen. Es geht nicht. Ich muss den Helm verlieren, sonst komme ich da nicht durch. Gleichzeitig ist der aber auch die einzige Möglichkeit, wie ich nicht sofort sterbe. Gott, das ist so eine Katastrophe. Es geht nicht. Es geht echt nicht. Die Säge steht nicht weit genug über, damit ich da den Helm verlieren kann. Es fühlt sich an, als wäre ich kurz davor, aber ich meine fast, dass das Spiel so programmiert ist, dass es nicht funktionieren kann.
Was ist, wenn ich den Stachelhelm aufziehe stattdessen? Das ändert halt leider überhaupt nichts. Die letzte Möglichkeit wäre, dass ich mich selbst irgendwie snipe. Aber das ist irgendwie auch borderline unmöglich. Wow! Ich hab's tatsächlich geschafft. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Was ist... Ich meine, das ist ja gerade mal der Anfang des Levels. Dang it! Und manchmal geht er halt auch einfach durch mich durch, ne? Ohne dass was passiert. Nah. Dang it! Ja, lässt sich nichts machen. Game over. Wenn das funktionieren würde. Ja, dann, wenn mich der Panzer da trifft und mir den Helm vom Kopf schlägt. Aber er trifft mich nicht. Obwohl er durch mich durchgeht. Und wenn ich ein kleines bisschen weiter vorne werf, dann reicht's mir nicht mehr auf die Plattform. So knapp, so knapp. Ja, dass er mich da nicht trifft, auf die Distanz. Mir ist schon klar, dass er mich nicht instant treffen kann, wenn er von irgendwas abprallt. Aber ich bin doch so weit von der Wand weg. Wenn ich das mal kombinieren könnte, dass ich da lande und gleichzeitig noch mich selbst abschieße. Aber das ist ein echter Präzisionsmove. Ja, das gibt's einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es tut so weh. Es tut so weh. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ich weiß nur nicht, ob ich so lange tatsächlich unverwundbar bin. Ja, unter Umständen könnte das sogar reichen. Doch, jetzt muss ich nur noch mal diesen Sprung schaffen. Es ist knapp. Wirkt aber machbar. Also zumindest machbarer als das, was ich davor versucht habe. Yes! So, jetzt kommt es allein darauf an, wie lang das Level ist. Wow, das Timing ist schwer. Allein schon den Stachelpanzer, ja, da den Hit zu kassieren, ihn aber nicht wegzukicken. Das ist gar nicht so leicht. Okay, das sah gut aus. Das geht ja gar nicht anders. Es ist genau auf der Höhe platziert, dass das passiert. Kann ich ihn noch machen? Den Panzer wesentlich später werfen? Ja! Dass er mir halt auf den Kopf fällt. Das wäre optimal. Yes! Ach Gott, was ist das? Oh, sieht gar nicht so schlimm aus. Ich hab's geschafft! Das war's! Der Anfang war mega hart, weil man halt irgendwie nicht so wirklich gesagt bekommt, was man da eigentlich tun soll. Aber okay. Wieder was gelernt. Ist es ein Herz wert? Ausnahmsweise mal. Ja dann, was mache ich denn jetzt noch? Richtig komischer Part. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Endlos Herausforderungen?
Habe ich jetzt irgendwie auch keine wirkliche Lust. Komm, wir machen noch den Speedrun fertig. Wie wär's denn damit? Please be careful of time. Danke für den Hinweis. Es wird halt einfach mal so ein Experiment-Part. Ja, ein Speedrun ist halt so richtig nervig, dass man stirbt und dann kann man den ganzen Quark wieder von vorne machen. Und ich verstehe wirklich nicht, warum man da jedes Mal aufgehalten wird. Das ist einfach nur schlecht programmiert. Ich befürchte halt auch, dass man es nicht schaffen kann, wenn man da feststeckt. Auch prima, dass man sich für einen Moment überhaupt nicht mehr sehen kann. Und die Röhre will nicht. Wenn ich das jetzt hier one-shot... Was, das Ding hat einen Checkpoint? Wofür hat es dann einen Timer? Macht überhaupt keinen Sinn. Dann muss man sich hier gar keine Mühe geben, schnell zu sein. Immerhin kriege ich dafür einen Applaus. Applaus, Applaus, Applaus! Throw it. Twist it. Schon wieder. Aha. Uff. So, das ist jetzt schon der vierte Abschnitt von vier. Eine sehr merkwürdige vier. Das ist der Klassiker mit den On-Off-Schaltern. Gab schon Tag 1 von Mario Maker 2 gab es diese Level. Und das war's. Tja, muss ich sagen, obwohl welches Level kam für das? Das Airship-Level. Also ich habe das geskippt und dafür kam das Airship-Level. Ja. War ein guter Tausch trotzdem. Okay, Leute, dann beende ich es diesmal aber wirklich. Jetzt habe ich nichts mehr zu tun. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder. Bis dahin, ciao.